Und halt einfach mit der Musik von Wind Waker und auf dem roten Leuenkönig reisen? Hey, wie geil ist das denn? Und damit herzlich willkommen zu The Legend of Zelda The Mini Quest, einem weiteren angespielt Projekt hier auf diesem Kanal. Das Game hier ist ein Super Mario World ROM-Hack im Wind Waker Stil. Mega geil, ich freue mich mega auf das Projekt. Das hat der Entwickler oder Programmierer Maxwell Hex zum 30. Geburtstag von The Legend of Zelda gemacht. Also ist schon ein bisschen her und das Ganze wird halt noch untermalt von einer passenden Zelda-Musik. Ich würde sagen, wir starten erstmal in einen Part. Wir gucken, wie das Projekt so bei euch ankommt. Und wenn es gut ankommt, lasst einen Daumen nach oben da. Dann werde ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Parts zu dem Projekt machen. Ich würde sagen, wir starten erstmal rein. Let's go! Alles war friedlich im Land von Hyrule. Der letzte Held dachte, er hätte Ganondorf besiegt, aber es war alles nur eine Illusion. Zelda wurde von Ganons bösen Schergen gefangen genommen. Um sicherzugehen, dass niemand sein Schloss betreten wird, versiegelte Ganon Zelda und zerschlug das Triforce in mehrere Teile. Es gibt keine Hoffnung, außer ein neuer Held erwacht. Und da ist er erwacht, unser Held. Link, ich bin es, Zelda. Ich bin gefangen im Schloss der Gerudo-Wüste. Bitte rette mich. Du bist meine einzige Hoffnung. Und damit starten wir in das Game. Also wir haben hier direkt eine Overworld von Mario World. Und ja, wurde abgeändert quasi in ein Wind Waker-Projekt. Und hier geht's direkt los mit Outside Island, also Präludien. Und wir starten direkt rein, würde ich sagen, in das erste Level. Also ist nicht ganz so lang das Spiel leider, aber ich muss sagen, es sieht echt krass aus und klasse. Also ganz ehrlich, guckt euch das an. Hier, der Briefkasten. Der Briefkasten. Ah, nein, einfach Präludien, ne? Geil, der Hintergrund. Dann haben wir hier Tränke als Pilze. Das sind unsere Gegner, die kleinen Schleime. Die Musik einfach vom Präludium im Hintergrund, das ist so gut, ey. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich mega auf das Projekt. Also wir haben jetzt quasi Link, der so ein bisschen als Mario fungiert. Haben hier Rubine, die wir einsammeln können. Palmen, Gegner. Dann hier, jetzt haben wir einen Feuerstab, der quasi Feuerblume ist. Ist das geil. Oh Gott! Ja, die Hühner gibt's auch. Okay. Das hier ist dann quasi ein Save Point als Fee. Cool. Einfach die Hühner. So, zack. Und tschüssi. Ah, okay, ich muss da hoch. Ah, und ansonsten ist das, spielt sich halt genauso wie Mario World, ne? Also man kann rennen, man kann springen, man kann den hier machen. Und mehr gibt's ja auch nicht zu sagen dazu. So, zack. Den nehmen wir mal mit. Und, ups, tschüss. Nein, das war schlecht, das war dumm. Das war einfach nur doof von mir. Ja, Leute, ein weiteres angespielt Projekt. Wie gesagt, wenn euch das Projekt gefällt, lasst ein bisschen Liebe da, lasst ein paar Likes da. Wenn euch das allgemein gefällt, was ich mache, dann schaut auch gerne meine anderen Videos oder lasst ein Abo da. Wo ist denn dieser Typ hin? Ich brauch dich. Ich brauch dich, Kumpel. Oh. Shit. Okay, da ist noch einer. Nein, der ist auch tot. Scheiße. Was habe ich getan? Und da ist er wieder, unser Kumpel. Der muss nämlich hier die Palmen kaputt machen. Wow, schnell weg hier. Ist hier was drinne? Ja, ein Level up. Ja, und gleich wieder tot. Na klar, da war irgendeiner drinne. Hä, wir waren da drinne. Das war jetzt schlecht. Na gut. So, dann einmal hier bitte. Zack. Sind wir wieder groß. Und ja, Leute, also ich werde wahrscheinlich nicht das ganze Projekt erstmal zocken. Wenn euch das Projekt gefällt, zeigt es mir, indem man einen Daumen nach oben gebt. Und dann werde ich auf jeden Fall noch einen zweiten Part zu dem Projekt machen. Das soll jetzt erstmal nur zeigen, ach hier, das Projekt gibt's ja. Ist mega cool, sollte gewürdigt werden. Und ich merke auch, es macht mega Spaß. Ich merke aber auch, es ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller. Also jetzt aktuell noch nicht, aber ich habe ja schon mal im Voraus ein bisschen gespielt. Und konnte da auch feststellen, dass da der ein oder andere Clou bei der Sache immer mal mit dabei war. So, ah, der hat mich vorhin gekillt.
Der hat mich vorhin gekillt. So, und da haben wir das erste Triforce. Sehr schön. Und das erste Level ist damit auch abgeschlossen. Cool. Freue ich mich. Aha. Da freut sich auch Link. So. Auf ins zweite Level. The Great Sea. Und wir saven einmal. Weiter geht's. Und zack. Da holen wir uns direkt mal einen Feuerstab, würde ich sagen. Und da geht's hier einfach auf den roten Leuenkönig. Wie geil ist das? Ich freue mich. Ach Leute, das ist so cool. Ich freue mich mega auf das Projekt. Auch wenn ich auf jeden Fall nicht Profi bin, was Mario Games angeht. Und auch gerade wahrscheinlich nicht so Hacks und sowas. Dementsprechend, es kann auch sein, dass ich hier in dem Projekt ab und zu mal richtig schön versage. Aber das soll ja auch gar nicht der Sinn dahinter sein. Ne? Wir wollen das Game hier in aller Ruhe durchzocken. Ich möchte euch was Schönes zeigen, was denn alles so möglich ist. Und mehr möchte ich damit eigentlich auch gar nicht bezwecken. So, zack. Ich stelle mich ja gerade gar nicht so doof an, da freue ich mich. Zack. Und nochmal. Ach, die Musik, ey. Allein schon die Musik. 10 von 10. Das läuft sehr gut. Oh, das ist ein Dicker. Da schwimme ich mal lieber unten drunter durch. Ja, das war nicht so perfekt. Was? Link, was machst du? Oh Gott. Oh, haben wir es geschafft? Ja. Und da haben wir das nächste Level gemacht. Oh Gott sei Dank. Sehr schön. Also Leute, wie gesagt, das Projekt an sich hat auch schon einfach einen Daumen hoch verdient, oder? Auch wenn ich nur Blödsinn laber, aber das Game an sich, mega geil. So, nächstes Level. Das ist jetzt aber keine Bomben, zack. Keine, Dingensmusik. Wind Waker Musik. Nervt mich gerade, dass wir klein sind. Okay, da kommt ein kleiner Schleimi. So, zack. Einmal hier oben drauf und andere Richtung. Zack, 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 zack. So. Reicht das? Jo. Ah, Mann, ich fühle mich squishy. Was, da ist... Okay, warte. Da ist ein direkten Leben. Also ein, Safe Point. Kann ich das? Das kriege ich doch hin. Hä, Punktlandung einfach. Zack und groß. Hä, gibt es hier auch Geheimlevel oder soll man hier lang gehen? Warte mal, ich gehe mal hier lang. Ah, jetzt sind wir beim Postboten. Also wir sind ja auf Draconia. Und hier wieder der Feuerstab, sehr schön. Cool. Einfach auf Draconia. Auf Draconia. So, also wir können jetzt auch hier oben lang gehen. Kann ich da unten auch lang gehen? Meine Güte. Jetzt gibt es ja auch noch verschiedene Wege und Geheimnisse zu erforschen, oder was? Was ist das? Für einen Scheinwerfer? Ich bin mega impressed. So. Ich lasse das Ding mal kurz explodieren. Ja. So, nehmen wir nochmal eine Bombe mit. Okay, hätte ich nicht machen müssen. Hier ist auch einer. Zack. Das ist auch eine Bombe, oder? Eine laufende Bombe. Ach, der explodiert auch einfach. Okay. Okay, hier muss ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Oh, nein! Gestorben. Shit. Hä, was ist denn das für ein Scheinwerfer? Okay. Und weiter geht's. Ah ja, wir haben ja Safe Point gehabt. Aber geht's da unten auch weiter? Würde mich mal interessieren. Okay, noch eine Runde. Feuerstab. Gönnen wir uns erstmal. Keine Ahnung, was das darstellen soll. So, hier erstmal reinspringen auf jeden Fall.
So, dann haben wir hier ja wieder eine Bombe. Hier auch. Oh Gott. Explodiert auf jeden Fall auch in der... Oh Gott! Ah. Explodiert da oben auch gleich? Muss ja theoretisch, oder? Ich muss da hochkommen. Okay, warte mal, wie mache ich denn das? Ah, okay. So, warte. Dann hole ich mir hier nochmal eine Bombe. Und dann... Ja, haben wir es ja schon geschafft. Oh Gott. Da oben ist der Ausgang. Okay, es ist wie so ein Sprungbrett. Alles klar. Bäm! Und raus da. Sehr schön. Aber ist noch nicht zu Ende, oder wie? Doch, wir haben es geschafft. Geil. Damit ist das Level auch beendet. Sehr schön. Leute, es läuft. Das macht Fun. Schön. Okay, was ist das nächste Level? Ah, Dragon Dungeon. Einfach ein Dungeon auch? Gibt's auch einen Boss? Das wäre auch mega geil. Okay, das ist aber eine Zelda 2 Musik. Nee, warte mal, ist das Zelda 2? Ist das... Oh Gott. Ist das Zelda 2 oder ist das... es erinnert mich gerade an Super Smash, ehrlich gesagt. An Super Smash Bros. Melee. Da ist auf jeden Fall die Musik, glaube ich, auch vergeben. Ich frage mich nur gerade, ob das auch Zelda 2 ist. Nee, das ist Super Smash, oder? So, warte mal. Kann ich mit dem Krug was machen? Nehme ich einfach mal mit als Waffe. Zack. Shit. Okay, ist keine gute Waffe. Bum, bum, bum. Okay, warte. Shit. Was ist denn ein grünes Elixier? Hätte ich gerne mal raus... Okay, was kann ich noch machen? Warte, warte. Das machen wir mal kurz. Was ist denn ein grünes Elixier? Das möchte ich gerne wissen. Nein! Ich hab mich zerquetscht. Shit. Okay, ist einfach nur ein Leben. Grünes Elixier ist nur ein Leben. Alles klar. Ich würde auch sagen, das letzte Level erstmal, Leute. Danach reicht es auf jeden Fall für das Video. Jetzt fange ich an rum zu failen. Richtig bad. Aber wie gesagt, ich bin kein großer Mario-Spieler. Das ist halt nicht so mein Genre. Ich spiele es gerne mal, aber meistens nicht so erfolgreich. Düm, düm, dü, dü, düm. So, hier holen wir uns wieder unseren Trunk. Das Ding halt bringt halt gar nichts. Ich weiß halt nicht. Es macht den gar nichts aus. Kann ich auf die drauf hüpfen? Okay, die sind einfach nur nervig und eklig. Weiß ich Bescheid. Zack. Leben ignoriere ich jetzt einfach mal. Wir kümmern uns darum, dass wir hier erstmal weiterkommen. So. Mach weg das Ding. Das ist jetzt nicht gerade praktisch gewesen. Warte, ich mache hier oben auch nochmal eins hin. In der Hoffnung, dass ich dann besser springen kann. Ja. Geht so, ne? Aber man merkt hier auf jeden Fall, da wurde sich richtig viel Mühe gegeben. Okay, warte mal, da brauche ich noch auf jeden Fall einmal eine Bombe. Shit. Reicht das? Ich hoffe, es reicht. Bitte, bitte. Ja, das hat es nicht besser gemacht, ne? Shit. Nein. Oh Gott. Ja, man muss sich ein bisschen konzentrieren. Man muss halt, die Bomben muss man richtig legen. Zack. Bam, 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 bam. So, den nehmen wir mit. Jetzt wissen wir auch schon, die sind einfach nur blöd. Die ignorieren wir. Oh Gott. How bad ist das denn gewesen? So, ich hole mir mal das Leben. Obwohl, nee, warte mal. Da habe ich mich vorhin zerquetscht. Das lassen wir. Ich glaube fast, obenrum ist besser, oder? Warte mal, zack. Bam. Mach ich mal den hier und hoffe, dass es gut wird. So. Ja, toll.
Und hier setze ich den einfach auch da oben rein. Ich glaube, das ist die sicherere Variante. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Mach ich da mal? Ba, 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 ba. Okay, ein bisschen vorsichtig spielen jetzt. Explodierst du? Jo. Aber der nützt mir nichts. Ich brauche nochmal eine Bombe. Oh Gott, nein. Du, 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 du. Nein! Wie nervig. Ah, das lief echt gut. Okay. Und noch eine Runde. Dau, 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 dau. Jo. Nö, 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 nö. Und da bin ich einfach Game Over. Also ihr merkt, das ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Wahrscheinlich für die Leute unter euch, die hier Super Mario Overworld Profis sind. Tja, Anfänger. Ba, 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 ba. Ich bin jetzt guter Dinge, Leute. Feuerstab, let's go. Weg mit der Bombe. So, die liegt da super. Konzentrieren, Leute. Konzentration. Ne. So, Punkt Landung. Wir sind immer noch auf Stufe 3. Wir sind immer noch Feuer, Link. Wir sind immer noch Feuer und Flamme. Die liegt da auch wieder sehr gut, die Bombe. Bisschen konzentrieren einfach. Dann wird das. So. Das war jetzt schlecht. Aber wenn ich die jetzt hier... Das ist sehr gut. Das geht da kaputt, das geht da kaputt. Und jetzt hier einfach schön Biene einsammeln. Und weiter geht's. So, machen wir den, zack. Dann mache ich so. Und da haben wir einen Save Point. Sehr geil. Sehr schön. Das war eine richtig gute Runde. Oh Gott, Bossfight. Okay, was muss ich machen? Oh, was muss ich machen? Bombe. Ich muss den in die Lava schmeißen, ne? Klappt das? Fällt jetzt einfach rein? Jo, geil. Mit Boss defeated. So muss das sein, Leute. Okay, Leute, schaltet beim nächsten Part auch wieder rein. Wenn es wieder heißt Zelda The Mini-Quest, beziehungsweise lasst einen schönen Like da, damit wir das nächste Projekt noch starten oder das nächste Level noch starten können. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.